Hallo zusammen. Ich habe jetzt endlich wieder die Möglichkeit, meine Schandtaten mitzufilmen. Habe mir nämlich einen neuen Helm gekauft und brauchte dafür natürlich auch erstmal wieder ein neues Setup. Sprich, die GoPro musste ja irgendwie befestigt werden an dem neuen Helm. Ja, vorher hatte ich einen Crosshelm gehabt und ich sag mal, umso kälter das Wetter jetzt wird und umso nasser hat man natürlich das Problem, dass es ungemein zieht in der Fresse. Da zieht wirklich jeder Dreck drin, jede Feuchtigkeit, die Windgeräusche, gut, die sind sowieso da gewesen. Im Sommer ist ja so ein Crosshelm vielleicht noch eine gute Sache, aber jetzt beginnt der Herbst. Ist alles nicht so prickelnd gewesen, musste ich feststellen. Hab natürlich auch vorher das Problem gehabt, dass das Sichtfeld immens eingeschränkt ist. Da war ich noch nicht unbedingt ein Freund von, erst recht, wenn die Spiegel hier unten befestigt sind. Ja, man muss halt immer den Kopf runternehmen und weiß nicht, bin kein Freund von. Man sieht natürlich, wenn man runterguckt, nicht genau, was vor mir passiert. Wenn einer in eine Bremse steigt, dann ja, habe ich unter Umständen das Problem und sitze eben im Kofferraum drin. Also habe ich mich jetzt doch wieder für einen Integralhelm entschlossen. Allerdings auch ein Cross-Integralhelm, wenn man das so nennen kann. Der hat so ein Windschild oben drauf, hat aber ein Visier halt. Man braucht halt nicht mehr so eine Crossbrille. Und habe mir den natürlich dann auch gleich in Carbon gekauft, weil vorher hatte ich halt einen ganz normalen Crosshelm gehabt. Der hat, weiß ich nicht, gefühlte 5 Kilo gewogen. Da hat man dann wirklich auf der Autobahn schon gemerkt, alter Schwede, das ackert so am Kopf. Das kann auf Dauer auch nicht gesund sein. Und den Carbonhelm, den ich jetzt habe, der ist von der Firma Nishua, glaube ich, heißt sie. Und ja, der war bei Louis im Angebot. Hat mir noch ein getöntes Visier dafür spendiert. Und hatte dann nur noch das Problem, wie die GoPro befestigen. Ohne dass das aussieht, als hätte man da eine Prothese dran. Da habe ich dann nach ewigem Suchen feststellen müssen, dass es direkt von GoPro nichts vernünftig gibt. Jedenfalls nicht auf dem deutschen Markt. Die ganzen Elektrofachmärkte abgeklappert. Amazon, eBay, überall gesucht wie ein Wahnsinniger und keine vernünftige Lösung gefunden. Weil die GoPro wollte ich jetzt nicht oben am Schirm befestigen oder unterm Schirm, dann kriegt man das Visier nicht hoch. An der Seite ist auch nicht mein Geschmack. Ich mag das nicht, wenn man so viel vom Helm sieht und naja, die Perspektive einfach mal nicht so live ist, wie sie halt sein sollte. Aber gut, das ist alles die Geschmackssache und ob man halt die Möglichkeit hat, überhaupt irgendwie das anders zu befestigen. Und dann bin ich halt ein bisschen bei eBay noch unterwegs gewesen, was jetzt mehr oder weniger Übersee war und habe gesehen, dass aus Großbritannien jemand Halter verkauft hat für, naja, direkt halt die Kinnmontage am Helm. Ja, habe ich mir dann bestellt und die Lieferzeit ist natürlich, ja, dauert ein bisschen länger, hat jetzt fast einen Monat gedauert. Die Teile sind zum Glück dann doch noch vor dem Winter angekommen. Habe alles installiert bekommen, habe auch wieder mein Mikrofon ordentlich verbaut. Jetzt fahre ich hier ein bisschen sinnlos durch die Gegend, bloß um eben mal zu sehen, ob die Kamera vernünftig eingestellt ist, ob das mit dem Ton in Ordnung ist. Jetzt erstmal genug von dem Gelaber, jetzt werde ich erstmal sehen, dass ich meinen Fahrspaß noch so ein bisschen stillen kann. Und ja, fahre noch ein bisschen geradeaus, Kurven gibt es ja hier leider nicht so viel.
fühlt sich ja schon fast an wie Hagel. Nee, das ist nicht schön. Die Bäume bieten ja noch ein bisschen Schutz, aber wenn die Bäume weg sind, da prasselt's richtig. Ich muss erst mal sehen, dass ich mein Handy verstecken kann, glaube ich. Nicht, dass das noch eine Mücke macht. Ja, meine Hose ist ein bisschen arg nass. Ich glaube, ich sollte hier wirklich mal irgendwo anhalten. Machen wir mal hier. Gott, oh Gott, ey. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Haben wir hier noch eine trockene Stelle zum Abwischen? Und dann weg das Teil. Oh wei, oh wei. Wozu gibt es denn Apps wie Regenradar und Schlag mich tot? Wenn da nichts drauf zu sehen ist. Ja, und kaum fährt man los, schwimmt man weg. Mahlzeit. Macht das nur noch Sinn, weiter zu filmen? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ach so, die Kamera, Mensch, die ist da auch nicht richtig wassergeschützt. Die Klappe ist offen, weil ja der Audioadapter da drin steckt. Also sprich, ich glaube, ich werde gleich nochmal anhalten und die Kamera auch noch einsacken. Ja, da hat Familie GoPro natürlich nicht so richtig mitgedacht. Wie kann man denn sowas machen, ey? Mit einem Audioadapter, den man ja braucht, um überhaupt irgendwie ein Mikrofon anzuschließen, externet. Und man muss dazu die Klappe offen lassen, die aber für die Wasserdichtigkeit der Kamera unumgänglich ist. Also wirklich total bekloppt. Aber ich mach schon mal eins. Ich werde mich schon mal verabschieden, weil ich glaube, hier kommt jetzt sowieso nicht spektakuläres mehr. Und ja, ihr wollt bestimmt nicht hören, wie ich hier nur am Kotzen bin, dass mein Schlüpper schon nass wird. Darum sage ich einfach mal, ja, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass ja, es noch in diesem Jahr oft genug die Möglichkeit gibt, Videos zu machen, ein bisschen Mopete zu fahren. Schauen wir mal, was das Wetter so mit sich bringt. Bis dahin, ciao.